Noch ist er versiegelt. Und ich wollte das schon immer mal machen. The winner is, in der Kategorie Beste Sportsendung, geht der Deutsche Fernsehpreis an die Olympia-Berichterstattung durch Eurosport. Wir sind ja Zwergensender. Ich bin ja fast ein bisschen neidisch. Die sind schwerer als die Goldmedaille. Also ich sag gerade, ich bin fast ein bisschen neidisch, weil die Goldmedaille war nicht so schwer. Von Guan. Ja, ne, wir, uns kennt kaum jemand. Wir sind die beiden vom Zwergensender. Gucken Sie in das Programm. Auf die Minute bin ich nicht vorbereitet. Das ist auch völlig normal. Man konnte nicht vorbereitet sein. Wir sind die Kleinen. Und dass wir die Großen bei dieser Auszeichnung hinter uns gelassen haben, das ist schier unglaublich. Normalerweise müsste ich meine Laufbahn jetzt beenden, denn besser kann es nicht werden, aber ich tue es nicht, weil ohne mich ist der Heinrich nur 50% wert. Und ich ohne ihn auch nur die Hälfte. Außerdem wollen wir die Großen auch im Wintersport noch ein bisschen ärgern. Heinrich im Biathlon und ich im nordischen Ski. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Jury. Es ist unglaublich. Vielen Dank, Herr Thiele. Bei uns ist es so, dass ich immer so ein bisschen das letzte Wort habe und es trifft Sie jetzt auch. Ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut normalerweise, aber ich muss euch sagen, das ist das Erste in meinem Leben, was passieren konnte. Ich mache jetzt 20 Jahre Fernsehen bei Eurosport, ein paneuropäischer Sender. Ich bin Teil der Geschichte dieses Senders geworden, identifiziere mich damit und möchte den Preis auch für all meine Kolleginnen und Kollegen praktisch entgegennehmen, die auch so im Hintergrund arbeiten wie wir. Wir sind nicht die Frontmänner, wir sind nicht vorne dran. Man sieht uns nicht, jetzt sieht man uns mal. Ich danke der Jury, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr, welche Freude ihr mir gemacht habt. Tausend Dank! Tausend Dank! Der Gegenentwurf zu Huber und Beckstein, die beiden hier. Ja, so ist das in unserem Geschäft.